Moin, Servus, Moin und hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hallo und herzlich willkommen, Diagnose. Hype. Boah, das Hype, das kommt Tobi heute aus der letzten Ecke. Oh Mann, das so Hype kommt heute ohne Hype, ey, fuck. Ey, ich sehe heute Tobi, schon. Der hat einen Kater, der hat gestern richtig über den Durst getrunken. Warte, ich hab eine richtig gute Überleitung. Bevor wir jetzt hier auflösen, was mit Tobi los ist und warum Tobi so viel getrunken hat gestern. Ich muss sagen, ich bin richtig gut drauf. So die letzten Tage, ne, weil man merkt so, es kommt der Sommer, es wird wärmer, so, ne, ganz viel Sonne und so. Und ist ja quasi auch der Ausblick auf den Sommer jetzt mittlerweile schon wieder etwas rosiger, wenn man sich Corona anguckt. Und passend dazu, zu dem, was mit dem Impfen momentan los ist, wo Tobi ja geimpft. Starke Überleitung, wirklich. Wow. Um vier Ecken. Ja, tatsächlich. Na, ich wollte Tobi eigentlich fragen, wie der am Folgetag um 20 Uhr noch einen fetten Kater haben kann, aber das natürlich auch. Naja. Adonne dort. Nee, heute bin ich tatsächlich wieder sehr fit gewesen. Um das mal kurz einzuordnen, ich habe mich heute vor einer Woche, letzten Freitag, mal bei einem Arzt gemeldet, dass ich potenziell impfbereit wäre. Das ist krass. Und dann wurde ich am Montag direkt mal angerufen, dass ich am Mittwoch geimpft werden könnte. Habe ich mir natürlich nicht lumpen lassen, direkt mal mitgenommen. Und dann wurde ich Mittwochabend geimpft und da war dann mein gestriger Tag, der Donnerstag, irgendwie ein bisschen bettlägerig. Ich habe eben schon gesagt, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Kater, nur dass mir nicht schlecht war. Nee, also ich hatte keine krassen Symptome so, also keine mega krass schlimmen Symptome. Aber mir war halt den ganzen Tag, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Kreislaufprobleme und so ein bisschen leicht Fieber, ein bisschen Kopfschmerzen, darum lag ich die meiste Zeit des Tages im Bett. Aber heute war ich wieder so fit, dass ich mich so verausgabt habe, dass ich jetzt trotzdem wieder müde bin. Okay. Also du hast dann, ich fasse es jetzt nochmal zusammen, du hast dann deine Impfung bekommen und dann hast du direkt angefangen zu saufen. Das, ja, ich habe es mir halt intravenös geben lassen. Wie ist das eigentlich, wenn man quasi bei der ersten Impfung schon so, ich sag mal, ein paar Nebenwirkungen hatte, ist es dann auch so, dass man auf jeden Fall bei der zweiten Impfung auch nochmal Nebenwirkungen hat? Oder ist das so? Naja, es kommt ja auf den Impfstoff an. Also bei AstraZeneca ist es ja, glaube ich, so, dass dass beim ersten Mal, glaube ich, gefühlt fast jeder halt Nebenwirkungen hat. Aber beim zweiten Mal, glaube ich, nicht mehr so viele oder halt auf jeden Fall weniger. Und ich glaube, aber da will ich mich jetzt ja auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube zum Beispiel bei BioNTech ist eher andersrum, dass das erste Mal gar nicht so schlimm ist und beim zweiten Mal dann mehr so Nebenwirkungen kommen. Aber da können wir dann ja nächste Woche den Yannick zu befragen. Ja, das ist richtig. Wo liegt das? Woran liegt das denn, Yannick? Ja, dass ich auch geimpft werde, habe ich das Gefühl. Tatsächlich. Ja, das ist krass, ne? Du wirst mit dem Deutschlandstoff geimpft. Ja, ich werde mit dem Deutschlandstoff geimpft. Das stimmt. Einzig waren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee. Na, dann bin ich ab nächster Folge dann wahrscheinlich auch die einzige Person hier, die noch nicht eine Impfung bekommen hat. Ja, Nick und ich machen dann immer Real-Life-Folgen und das, machen dann Discord mit dir. Ja, viel Spaß, nach einer Impfung dann Real-Life-Folgen zu machen, Tobi. Ja, zwei schon, ne, zwei. Aber ich sag mal so, der Weg ist ja auch bis Juli oder so. Also, ich meine, die Prediction war eigentlich, dass ich im Juni jeder impfen lassen kann, vom Spahn zuerst, ne? Aber jetzt sieht es ja eher nach Juli aus. Ich hätte das echt nicht gedacht. Also, ich meine, es kann natürlich jetzt auch noch jeder geimpft werden, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich so früh geimpft werde. Ja, es war jetzt schon relativ fast, ne? Ich meine, es war bei mir auch so ein bisschen lucky so, aber es werden halt jetzt auch schon echt viele geimpft. Also ich weiß auch jetzt von auch echt vielen aus unserem Alter, die schon geimpft werden so. Das hätte ich echt nicht so gedacht. Ich glaube auch tatsächlich, dass es in unserem Alter also eine sehr hohe Bereitschaft diesbezüglich gibt. Im Vergleich zu anderen Schichten vielleicht. Altersklassen. Ja. Also nicht Schichten, sondern Altersklassen. Die Facebook-Generation, die dann irgendwelche, keine Ahnung, in irgendwelchen Verschwörungsgruppen ist. Da habe ich die ganzen Monis, die sich nicht impfen lassen wollen. Da habe ich tatsächlich in dieser Oberhausen aktuell Facebook-Gruppe gesehen, da hat irgendjemand ein Bild davon gepostet hier, dass irgendwo auf einem Parkplatz Elektroautos 4 Stunden lang kostenlos parken dürfen oder sowas. Junge, so und dann haben sich die Leute da richtig drüber aufgeregt, über eine Zweiklassengesellschaft und
dass die armen Leute, die sich kein Elektroauto leisten können, ausgegrenzt werden und so. Und wie soll sich denn ein Hartz-IVer einen 100.000 Euro Tesla kaufen und sowas alles? Vielleicht, also, wie soll er sich überhaupt ein Auto kaufen? Hä? Ja, da ja, würde ich auch einmal das sagen. Und zweitens, so, es ist ja nicht mal ein Tesla das einzige Elektroauto, was es auf der Welt gibt. So. Doch, doch. Doch. Ich meine, die Elektroautos, die günstigeren, sind jetzt auch noch nicht so erschwinglich wie ein gebrauchter Verbrenner oder sowas, aber oder ein richtig billiger Verbrenner, ein älterer, aber trotz alledem sind sie ja mittlerweile nicht mehr non-affordable. So, Du kannst ja schon ausrechnen, was beim Impfen noch so kommt. Junge. Ja, aber ich muss auch sagen, ich find's mit dem Impfen ein bisschen schwierig. Weil ich verstehe schon, dass, ne, dass du da so Gruppen hast und dann gesagt wird so, yo, keine Ahnung, ne, die älteren Leute so, yo, die werden früher geimpft, ne, kann ich verstehen. Aber dass man dann halt irgendwie so sagt, so, yo, Leute, die geimpft sind, ja, die haben quasi einfach, die zählen jetzt überall nicht mehr und die bekommen jetzt alle ihre Rechte wieder. Und dann denke ich mir auch so, yo, aber im Endeffekt sind dann ja eigentlich nur die jungen Leute so, die gearschten. Ja, vor allen Dingen, das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass dadurch halt sowas befördert wird, zum Beispiel halt, dass sich die Leute schnell mit AstraZeneca impfen lassen. Also zum Beispiel, ich konnte halt auswählen, ob ich mich das nächste Mal in 6 Wochen oder in 12 Wochen impfen lasse. Aber halt dieses 6-Wochen-Ding hat halt, glaube ich, irgendwie 25% weniger Wirksamkeit, so wie es jetzt erforscht wird. Aber halt echt viele machen das so, weil die sich dann halt so sagen, ja, dann können wir im, weiß nicht, Juli entspannt noch in Urlaub und so. Ja, es ist halt einfach. Was halt eher kontraproduktiv ist irgendwie. Also gleichzeitig ist es ja auch die Sache, dass es Deutschland ja gar nicht anders machen kann, von dem, was ich bisher so mitbekommen habe. Weil sonst könntest du dir, weiß ich nicht, auf Grund und Boden verklagen, weil du, wenn du deinen Impfstoff hast, hast du ja quasi irgendwie schon alles Mögliche getan und bist ja theoretisch ja auch safe und so. Ne? Und dann musst du ja quasi Deutschland, das hört sich immer so dumm an, aber dann musst du ja quasi Deutschland, musst du ja halt deine Rechte dann wiedergeben, ne? Also das verstehe ich okay. Ja auch. Aber es ist halt irgendwie so eine dumme und unfaire Situation gleichzeitig. Also, ja, wobei, ich muss sagen, ja, sagt erst du, Janik. Also, ich finde es auch unfair. Das ist vollkommen richtig. Und dass man das halt auch erst machen kann, sobald halt für alle Menschen theoretisch die Möglichkeit besteht, sich impfen zu lassen, dann kann man das machen. Weil dann ist es ja ganz klar die Sache, die Leute, die es wollen, die können es auch machen und die kriegen damit ihre Rechte zurück. Und es ist natürlich dann auch gerade da ein Anreiz für die Leute, die sich vielleicht vorher ein bisschen unsicher waren, das vielleicht doch zu machen, weil sie dadurch ja nun mal Vorteile haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lässt sich auch nochmal drüber streiten, weil das ja dann schon so ein Zwang ist. Aber an sich finde ich das auch nicht richtig, das jetzt schon so früh zu machen. Aber das Ding ist ja, also im Endeffekt so, ich glaube, die Geimpften haben ja die gleichen Rechte wie die negativ Getesteten, ne? Ja. Also so gesehen kannst du noch sagen, ist jetzt keine krasse Bevorteilung. Und ich muss auch sagen, ich sehe so langsam Licht am Ende des Tunnels. Seit meiner Impfung bin ich irgendwie recht zuversichtlich, dass es bald doch irgendwann mal überwunden sein wird. Das ist natürlich richtig mit dem, wie negativ Getestete. Ich glaube, das ist ja jetzt gerade schon in Kraft. Also zumindest teilweise. Ja, ja. Aber das, was ja kommen soll, ist ja dann auch, dass Geimpfte halt nicht zu den Kontaktregeln und sowas dazu zählen. Und das ist ja jetzt bei negativ getesteten Personen zum Beispiel nicht der Fall. Weiß ich gar nicht. Darauf habe ich mich auch eher bezogen. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich da unbedingt die allerneuesten Informationen habe. Sondern ich habe da, keine Ahnung, von einer Woche oder so. Als das da beschlossen wurde, da habe ich dann mich mal ein bisschen dazu informiert. Ich glaube tatsächlich, wenn es jetzt so weiterläuft, wie es gerade läuft, wird es so spätestens in einem Monat, auch wenn die Zahlen weiter runtergehen, wird es da, glaube ich, sowieso Lockerungen wieder ordentlich geben. Ja, ich hoffe doch. Also wir sind ja jetzt auch heute wieder unter 100 gerutscht, ne, hier. Also wenn das jetzt die nächsten Tage so bleibt, dann fällt ja auch die Ausgangssperre und sowas alles hier. Ja, dann kann ich doch noch mal zum Friseur. Ich habe meinen Friseurtermin abgesagt, weil ich habe keine Zeit und keinen Bock hatte, mich testen zu lassen. Ist das dann auch so, dass wenn du unter 100 fällt, dass man sich dann nicht mehr testen lassen muss? Ich glaube schon, aber ich bin mir auch nicht vom Friseur. Ich muss nämlich auch unbedingt wieder zum Friseur und ich habe halt auch keinen Bock, mich testen zu lassen. Es ist halt auch wirklich dumm, weißt du, du bist eine halbe Stunde beim Friseur und musst da so einen Testtermin machen, dann bist du mindestens eine Stunde mit dem Test beschäftigt gefühlt. Deshalb, ich glaube, es gibt auch teilweise Friseure, die vor Ort irgendwie einen Schnelltest sogar machen.
Das ist natürlich wiederum recht praktisch. Aber gleichzeitig kannst du dich dann in dein Großraumbüro setzen, wo die dann, ne, wenn du willst, kannst du dann einen Test machen, musst es aber nicht. Ja, das ist halt das Problem. Die E-Mail, also beziehungsweise die Info habe ich, glaube ich, auch gekriegt, dass man das halt nicht machen muss, weil es halt irgendwie nie, rechtlich nicht möglich ist oder sowas. Genauso wie bei der Uni mit den Klausuren. Aber der Postillon hat ja hier auch irgendwie einen Artikel dazu veröffentlicht, dass die Olympischen Spiele oder sowas irgendwie, glaube ich, dann auch bald in den sicheren Großraumbüros stattfinden sollen, weil da kann ja nichts passieren. Naja. Das ist, so ist halt leider auch zu true. Naja. Nee, aber was Tobi gesagt hat, Licht am Ende des Tunnels, ich sehe es langsam auch. Also es geht wieder bergauf. Wir sind sogar jetzt deutschlandweit unter 100 insgesamt. Oh. Wann waren wir das letzte Mal unter 100? Was hast du gesagt, Koya? Wann waren wir das letzte Mal unter 100? War wahrscheinlich letztes Jahr im November. Ich guck mal nach. Ich glaube, wobei. Habe ich hier auf der guten Seite von Yannick leider keine Übersicht drüber. den Inzidenzverlauf sieht man hier leider nicht. Ne? Das ist blöd, tatsächlich. Schlecht programmiert. Ja, ich meine, die kann ich ja noch nachlegen. Die Daten dazu habe ich ja. Ich recherchiere mal. Naja, aber also, ich finde, momentan merkt man wirklich da einen ganz guten Trend. Jo. Einen sehr positiven Trend. Das ist richtig. Ja, ich würde auch mal sagen, teilweise auch gerade dadurch, dass jetzt schon einige Leute geimpft sind. Ne? Also, ich meine, jetzt kommen natürlich noch viel dazu. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis all die Leute, die sich jetzt impfen lassen, wirklich durchgeimpft sind, aber ich meine, auch 10% sind schon mal. Ich meine, selbst die erste Impfung, die ist ja schon so ziemlich effektiv, um diese schweren Verläufe abzuhalten. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall auch wichtig. Naja, auf jeden Fall. Auch wenn schwerer Verlauf dann nicht dazu führt, dass man hier die Statistik, was Erkrankungen angeht, mit reinfällt. Wir waren tatsächlich im Februar und März unter 100. Aber jetzt das erste Mal seit dem 24. März wieder. Verrückt. Wow, das ist ja Daten jetzt von Statistik. Irgendwie nicht so begeistert. Nicht so spannend. Hätte schöner kommen können. Sind halt irgendwie anderthalb so krass, Monate. Wir hatten im letzten August hatten wir eine 5er-Inzidenz. Na, imagine. Ein das Träumchen. Also letzter Sommer war wirklich nice, muss ich sagen. Auch wenn ich da jetzt nicht so viel gemacht habe, aber wenn man was gemacht hat, hat man sich halt wenigstens irgendwie so ein bisschen sicher gefühlt. So, wisst ihr, was ich meine? Das war so, yo, man macht jetzt irgendwas mit Freunden oder so. Natürlich haben alle sich dann irgendwie an Masken und so gehalten und sowas, aber was guckst du mich jetzt so an, Tobi? Nee, ist einfach so. Als ob du dich mit Freunden mit Masken getroffen hast. Warte, ich meine jetzt mehr so, okay, ja, das hat sich jetzt viel zu positiv angehört. Ich meinte mehr so, dass man quasi, wie erkläre ich das jetzt? Also ich meine jetzt nicht, wenn du dich mit Freunden getroffen hast, dass dann alle die ganze Zeit ihre Masken und so auf hatten, ja, sondern ich meine, dass man generell ein bisschen darauf geachtet hat, auch wenn man irgendwie dann draußen oder so unterwegs war, dass man dann Masken auf hatte, sowas. Ja, stimmt, mittlerweile fahre ich halt auch Bus immer ohne Maske. Ja, also das habe ich wirklich, das habe ich nur letzten Sommer gemacht. Naja, aber Bus war auch echt nice. Jetzt, wo FFP2-Pflicht ist, fahre ich eigentlich nur noch ohne. Hey, ich finde das rückwirkend so komisch, wirklich, dass wir damals einfach diese Baumwollmasken getragen haben und so gedacht haben, ja geil, wir besiegen Corona. Oh Mann. Nee, ich finde eine Maskenpflicht lässt sich doch nicht machen, Tobi. So eine FFP2-Maskenpflicht. Das kann sich doch nicht jeder die Masken leisten. Noch schlimmer sind eigentlich die Leute, die immer noch mit so, mit ihren kleinen komischen Schutzschildern vorm Mund rumlaufen und du bist so, hä? So, warum? Aber auch wofür? Am besten, die gefühlt nicht mal über die Nase gehen. Ey. Nee, ich meine, kennst du nicht diese Dinger, die quasi so unter den, genau. unter dem Kinn so sind und dann gehen die halt wirklich so 30 Millimeter nach oben und dann denkst du, ich hab da auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, habe ich zweimal im Bus eine gesehen, letztes Jahr. Die hatte ihre Maske, ihre Einwegmaske, diese OP-Masken, diese blaue, hatte die irgendwie in, weiß ich nicht, 10 Lagen Mülltüten eingewickelt oder so.
Damit die Hoya keine Luft mehr kriegt. Und dann halt auch nur so wirklich so gerade hier so über den Mund, ne? Und hier, die hat und die Nase nur so berührt, aber war nicht drüber. Und ich sitze auch mal so, wie blöd kann ein Mensch eigentlich sein? Was hat die sich gedacht, was das bringt? Irgendwie, dass die Maske dann wegen den Plastiktüten in die Waschmaschine packen kann und die dann wieder frisch ist? Oder die wischt die einfach mit dem Lappen ab? So, ich. Ey, Junge, da sind dann noch die gleichen, hier rumheulen und sagen, ja, ich bekomme da keine Luft runter, das ist so schlimm. So 20 Minuten Bus fahren, das kann ich ja nicht. Ja. Also das fand ich wirklich ganz, ganz mystisch. Oder ein Typ, der im schönsten fand ich noch einen Typ letztes Jahr, der ist auch aus dem Bus fast rausgeflogen, fand ich auch sehr gut. Der einfach dann im Bus saß mit Maske, alles okay, ne? Und dann musste der husten und zum Husten hat er die Maske abgenommen. Und da ist der Busfahrer wild geworden. Oh, Ey, es ist so grandios, wie die alle, hier die Busse, ne, haben die ja immer vorne überall zugemacht, dass du quasi dann so hinten und in der Mitte einsteigen musstest, ne? Und dann gab es ja irgendwann den Fall, dass dann ab Winter, ne, oder ab Spätherbst so, dann wurde es ja wieder mit den Fällen schlimmer, ne? Und dann haben die hier wirklich überall im Umkreis, gerade wo dann die Fälle so wieder schlimmer geworden sind, haben die dann vorne wieder in allen Bussen aufgemacht. Und du warst so, jo, hä? Und dann, während das dann im Winter so richtig schlimm war, der auch immer muss es dann vorne einsteigen beim Busfahrer, wo ich mir nur dachte, warum? Ja gut, aber da hatten die doch dann in den meisten Bussen dann auch schon hier die Plexiglasscheibe, ne? Oder nicht? Also jetzt zumindest ist das, also die paar Male, die ich jetzt Bus gefahren bin, hatten die da halt alle Plexiglas. So, und dann ist es ja auch vollkommen legitim. Ich bin halt einfach seit, ich glaube, 7 Monaten kein Bus mehr gefahren. Ich kann da gar nicht mitreden gerade. Also ja. die Sache ist bei uns, zumindest in den meisten Bussen, glaube ich, wo ich mitgefahren bin, ich fahre ja auch teilweise nicht, ne, mit Bussen von der Stohag, sondern welche von, jetzt lass mich lügen, irgendwie Rhein, Ruhr, Bahn, was auch immer, Verbund, leck mich doch, keine Ahnung. und da haben die, glaube ich, generell immer diese Plexiglasscheiben quasi davor. Ne? Also nicht extra nur für Corona, sondern die sind halt immer da. Und trotzdem wurde das dann am Anfang halt erstmal alles zugemacht und im Winter dann wieder aufgemacht. Da, also, wieso? Ja, das ist natürlich dann vor allem auch hart als leidenschaftlicher Busfahrer, wenn man dann sich da immer anpassen muss, ne? Ja, das ist. Ich fand das auch so entspannt, dass du dann vorne nicht nichts vorzeigen musstest oder so, sondern einfach hinten eingestiegen bist. wann zeigst du? Das Schwarzfahren wieder mal richtig entspannt, also, ey. Du zeigst vorne ein Ticket vor? Bist du cool? Ich mach immer hier auf meiner App, dann mache ich das immer auf und zeig denen das. Aber wirklich. Aber ich scanne das nicht ein. Ich bin nicht ganz schlimm, ne? Also ich scanne das nicht ein, sondern ich zeig das quasi nur, bin so, ja, hier, ne? Ich gehe einfach nur durch und ja. Wenn der Busfahrer halt sagt, ja, zeig Ticket, dann zeige ich das halt. Aber ansonsten. Man macht ja nicht erstmal Stress. Ja, bist du lustig? Ich bin. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin ja Student, kennen Sie mich nicht? Ich bin 5 Jahre alt, ich war kostenlos oder sowas. Junge, das, was mich aber richtig nervt, ist, wenn die dann einen Ausweis sehen wollen bei dem Studententicket oder so. Bro, wie kann das übel nervig. So abfacken? Das nervt mich. Dann musst du wieder dein Portemonnaie rauskramen. Vor allen Dingen, ich glaube, bei mir auf dem Studententicket ist sogar ein Foto drauf und trotzdem wollen die noch meinen Ausweis sehen. Ey, aber ja, bro, bei uns das Studententicket ist halt literally ein QR-Code, wo einmal oben der Name steht. So, da ja, ist halt nicht so viel. Kannst du mir auch immer einen Screenshot zeigen, ne? Na. Ja, hier von meinem Kollegen. Ne? Komm. Am besten finde ich immer die dann quasi so fragen, ja, hast du einen Ausweis dabei? Ne, und dann kramst deinen Ausweis da irgendwie 2 Minuten lang aus deiner Tasche raus und dann zeigst du den und so, ja gut, wenn du den dabei hast und bist so, ja, du guckst den jetzt nicht mal an oder wie, was ist das denn jetzt? Also nur ein kleiner Test. Ja, also, hätte ja sein können, dass du jetzt irgendwie so quasi, um dann zu heiden, dass das Ticket nicht dir gehörst, also sagst du, ja, habe ich nicht dabei oder so. Und dann hätten die dich hops genommen, weiß man ja nicht, ne? Oh meine Güte, Alter. Ja, aber das sind wirklich Leute, die wollen einfach nur deine Zeit wasten, das ist so. Also wirklich, es ist so unnötig. Na, vor allen Dingen deine wertvolle Zeit, wenn du einfach im Bus rumsitzt. Ja, da könnte ich auf meinem Handy irgendwie Twitter, weiß ich nicht, schlimme Tweets verfassen, auf Reddit browsen, Schach spielen. Ja. Ich mag das eigentlich, wenn Kontrolleure kommen, so, weil ich bin da so richtig schön so gehässig und sowas. Und ich sitze dann da so und dann gucke ich so genau, fliegt da gleich alle raus, ne? Kann er ja nicht auch mal wieder seinen Wut rauslassen an ein paar Leuten, wenn die Kontrolleure kommen.
Ey, aber habt ihr diese Woche diesen Artikel gesehen, dass Querdenker jetzt Masken tragen wollen, um sich vor Geimpften zu schützen? Ja, komm, es dreht sich alles im Kreis. Also das kann es auch keinem mehr erzählen. System umdribbelt. Ich meine, sie haben ja recht, oder? Ich meine, wir sind also als Geimpfter ist man ja, kann man den immer noch übertragen. Also ist ja gut, dass sie sich dann davor schützen wollen, ne? Ja. Vom Coronavirus. Alter. Ey, lass einfach mal, wollen wir nicht einfach mal als Podcast und vielleicht als Podcast-Community einfach uns irgendeine richtig schlimm, schlechte Verschwörungstheorie ausdenken und die verbreiten? Doch, schwieriger geht's nicht. Da hätte ich wirklich mal Lust drauf, so eine Verschwörungstheorie, weil die einfach, die so dumm ist, dass du denkst, dass die wirklich niemand glauben kann. Ich habe tatsächlich, das fand ich sehr, sehr interessant. Am Montag wurde noch ein anderer Kollege geimpft und der hat tatsächlich direkt nach der Impfung sein MacBook verkauft und sich dann von Microsoft einen Surface gekauft. Und der ist jetzt außerdem, der hat ein Windows Phone und alles. Der ist jetzt nur noch. Ich habe auch alle Apple Sachen von mir in den Müll geschmissen tatsächlich. Ja. Okay. Ja. Toll. Wirklich, also. Na stimmt, wir brauchen dann auch irgendwelche Beispiele so. Dann brauchen wir so, hier, ich habe dann Kollegen, ne, und dann erzählt sie irgendwas und das ist so schlimm und sonst irgendwas und dann denken die direkt so, ja, wow, der hat sogar Beispiele, das muss ja wahr sein. Ja, haben wir ja schon eigentlich dann jetzt, ne? Ja, okay. Und was ist dann die Verschwörungstheorie? Ja, die hätte ich doch gerade gesagt. Ja, also die gibt's ja schon. Ja, das ist natürlich richtig. Das ist ja real, das ist ja keine Verschwörungstheorie mehr. Nee, das ist ja. Ja, wir brauchen was Brandneues, was Frisches. Ah, schwierig. Das ist wirklich. Ganz so kreativ bin ich leider nicht. Aber ob das jetzt kreativ oder doch eher blöd heißt. Ne? Ja, schwierig. Ich hab da so einen Kollegen, der hat sich impfen lassen und der hat auf einmal alle Diagnose-Hype-Folgen, hat er immer einen Tag früher schon hören können. Alter, jetzt schnell alle impfen lassen. Ja, okay, ich merke, das wird hier nichts. Ich höre die teilweise sogar 2 Tage früher. Vielleicht haben wir ja unter unseren Hörern irgendwelche Leute, die gute Verschwörungstheorien haben. Dann bitte uns einmal zukommen lassen über Instagram, Twitter oder auch meinetwegen unter das YouTube-Video. Oder unseren Telegram-Channel auch gerne. Ja, wir haben dann eine Gruppe. Wir haben jetzt extra eine Gruppe aufgemacht. Wir haben Attila Hildmann. Also wenn wir Verschwörungstheorien teilen wollen, dann ja wohl darüber. Ja, alles dicht machen. Ey, Junge. Ich habe jetzt aber Telegram, Tobi, ich habe jetzt die Corona-Seite erweitert durch einen Telegram-Bot. Man kann sich jetzt täglich die Inzidenzen der gewünschten Städte auch per Telegram zusenden lassen. Wichtig. Richtig und wichtig. Ja. Mein Gott. Ja, ich merke hier, Themen sind heute rar. Ja, es ist passiert halt auch wieder nichts. Oder hast du was zu erzählen, Kolja? Ich habe so ein paar Sachen wieder aufgeschrieben. Oh. Aber das kommt jetzt natürlich. Schickst du das Skript rüber oder? Naja, das sind mehr so nur Sachen für mich. Haben wir bisher gut dem Skript nach performt? absolut gar nicht. Nein, ich hab so ein paar Sachen, aber die sind halt super random. Ja. Ist ja okay. Ich habe eine Sache. Ihr beide seid ja, ihr würdet mir ja zustimmen, wenn ich sage, dass Madison Beer, dass die ziemlich attraktiv ist, ne? Also pauschal gesagt könnte man das so erstmal festlegen, ja. Müsste ich jetzt erstmal objektiv analysieren. Tobi kann da jetzt auch gerade erstmal so frei Schnauze keine Aussagen machen. Madison Beer sagt mir gerade gar nichts. Oder musst du sie erstmal dazu informieren? Wenn man jetzt Tobi auch noch fragt, wer ist denn Julia Beautix oder Beauty X oder was, also, dann wüsste das Tobi auch direkt gar nicht, wen es da jetzt geht. Also ihr würdet mir ja zustimmen. Ihr kennt vielleicht auch die TikToks von der besonders Tobi. Tobi, wenn du die TikToks nicht kennst, ne? Ich schwöre. Ich nicht so sehr. Also ich habe bestimmt mal eins geschaut, aber jetzt, ich bin jetzt nicht so dran. Es gibt eins, eigentlich noch nie gesehen. Es gibt einen TikTok von Madison Beer. Ich weiß nicht, ob es bei ihr auf ihrem TikTok-Kanal ist oder von David Dobrik. Aber da gibt es einen TikTok, wo sie eine Flasche mit ihren Zähnen aufmacht. Sagt euch das Das habe ich in der David Dobrik YouTube
Compilation gesehen. Das war wirklich das ganz schlimm. Das ist schon alte Kamelle. Ja, ja, es ist alt. Das habe ich mir eigentlich auch schon für letzte Folge und die Folge noch davor aufgeschrieben. Für Folge 1 eigentlich aufgeschrieben, aber. Ich habe das gesehen und ich weiß nicht warum. Aber mir ist aufgefallen, dass ich das attraktiv finde, wenn Frauen Flaschen mit ihren Zähnen aufmachen können. Koller saß da wirklich und ist gar nicht mehr klargekommen, ne? Ich glaube sogar mal, dass ich das dem Yannick geschickt habe, aber ich weiß nicht mehr, was mein Kommentar dazu war, ey. Das kann nämlich sehr gut sein, dass ich es auch dadurch kenne und ich glaube, wir fanden das auch beide nicht so nice. Also, das ist für die Ich weiß nicht, aber ich weiß immer nicht, warum. Das ist so, Bro, die kann einfach irgendwas so krasses machen. Ich meine, es ist halt schon irgendwie funny so, aber es tut mir einfach im Kopf weh, wenn ich drüber nachdenke, wie sie das macht, weil, nee. Also, wir müssen natürlich jetzt auch nochmal überlegen, lag es jetzt wirklich daran, dass sie das Bier mit ihren Zähnen aufgemacht hat, Kolja, oder lag es daran, dass es Madison Bier war? Ich glaube, es war war eine Mischung. Ja, ich würde sagen, also initial hätte ich gesagt, dass es Madison Bier war. Dann, also Kolja, du würdest also auch das Madison Bier mit deinen Zähnen auch öffnen. Jo. Ich würde auch Madison Bier mein Bier mit ihren Zähnen öffnen lassen. Da waren ja zu viele Biers in dem Satz, aber egal. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, irgendwie fand ich das, musste ich hier mal im Podcast loswerden. Also Madison, falls du das hörst, ne, melde dich gerne mal bei mir. Tobi ist gerade im Sommer. Man sieht, Tobi ist hier gerade deep am Recherchieren wieder. Ey, ich versuche gerade herauszufinden, was ich dir damals dazu geschrieben habe, aber... So, Tobis Nachrichten. Ui, Memo, geil. Herrlich. Schwierig zu finden. Ja, ist tatsächlich blöd. Was ist denn jetzt das hier, eine Mücke? Naja. Wollt ihr noch mehr zusammenhangslose Dinge hören? Ja, klar. Kommt drauf an, um wen es geht. Okay. Ich habe mir noch, ich weiß nicht, ob das zu heavy ist, das Thema Israel und Gaza, Palästina. Müssen wir uns dazu äußern? Wollen wir uns dazu äußern? Wollen wir da irgendwas zu sagen? Was die Frage ist jetzt, was willst du? Ich kann das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall den Iron Dome ziemlich krass finde. Also, ihr wisst sicherlich, was der Iron Dome ist, ne? Hoffe ich jetzt einfach mal. Verteidigung, oder? Ja, für die Leute, die das nicht wissen, halt die Luftabwehr da von Israel, also von Tel Aviv specifically. Oder irgendwie, das ist auch krass, wenn du dir mal überlegst, wie viele Raketen da jetzt abgeschossen wurden in den letzten Tagen und ein Abschuss einfach irgendwie über 100.000 knapp kostet. Das sind insane, was da verballert wird. Ich muss aber leider sagen, dass ich... bei dem Thema so ziemlich raus bin. Ich habe mich damit echt gar nicht auseinandergesetzt. Also mit den Gründen und so, da habe ich mich jetzt auch nicht mit befasst, aber ja. Okay, dann ich werde es vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Dann hol uns mal ab. Nicht, dass ich da jetzt so der Experte zu bin, aber ich habe da mich, glaube ich, ein bisschen in den letzten Tagen mit irgendwie beschäftigt. Also, es hat damit angefangen, ist es ja momentan das Zuckerfest bei den Moslems. Also quasi, glaube ich, der höchste Feiertag. War die höchsten Feiertage, oder? Die es gibt. Ja, genau. Und quasi noch im Ramadan, der Ramadan endet ja quasi im Zuckerfest. Da wird ja, also Muslime beten, glaube ich, abends immer oder nachts, irgendwie sowas. Treffen die sich in Moscheen und beten. Und irgendwie gab es an einem Tag, ich weiß nicht mehr genau an welchem, gab es dann quasi so Proteste, nachdem da halt in Moscheen zu diesem Fest gebetet wurde. Und gab es dann in Jerusalem halt so Zusammenstöße zwischen Moslems und irgendwelchen Sicherheitskräften von den Israelis. Und das war halt quasi als Reaktion darauf, dass im Westjordanland irgendwelche Landstriche geräumt werden sollten oder Leute sollten aus ihren Häusern vertrieben werden, weil kann man vielleicht auch so zusammenfassen, dass Israel ja irgendwann mal militärisch
eingefallen ist und war dann so, yo, das ist jetzt von uns besetzt hier und die wollen halt quasi die Leute aus ihren, also die da halt schon seit Generationen leben, aus ihren Häusern teilweise vertreiben und da haben halt die Muslime in Jerusalem quasi irgendwie so gegen protestiert, haben es aber auch nicht wirklich smart gemacht, sondern sind quasi einfach auf irgendwelche Polizisten und so losgegangen und dann gab es da halt erstmal irgendwelche Zusammenstöße. Als Reaktion darauf hat dann irgendwann Israel manche Moscheen gestürmt, quasi während diesen hohen Feiertagen und ja, weiß ich nicht, haben dann da irgendwelche Granaten reingeworfen und Blendgranaten und keine Ahnung was. Und dann ist halt dieser ganze Konflikt nochmal entfacht. Und irgendwann haben alle angefangen, gleichzeitig Raketen auf sich zu schießen. Aber es hat ja auch irgendwie schon historische Gründe, oder? Ja, weil also es ist ja irgendwie seit Jahren schon so ein bisschen. Es ist quasi seit Jahrhunderten schon dieser Konflikt. Nämlich, falls man sich die Geschichte von Jerusalem anguckt, Jerusalem wurde ist eine der ältesten Städte der Welt und wurde, ich weiß nicht, wie viel Mal angegriffen, belagert und da haben so oft die Herrscher gewechselt. Also die Sache ist, man kann immer sagen, dass Jerusalem irgendwann mal christlich war, dann war es wieder jüdisch, dann war es wieder muslimisch und immer so weiter, ne? Also Jerusalem ist ja quasi auch so die heiligste Stadt der Welt. Und du hast dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg hast dann immer das Problem gehabt, oder waren quasi die Bestrebungen, ne, dass Juden, besonders aus Europa und so, wollten quasi einen eigenen Staat haben, weil sie ja überall, ne, davor immer verfolgt wurden, auch für Jahrhunderte und Jahrtausende. Und dann hat man halt überhastet, wenn ich sage Mann, dann meine ich mehr so die, weiß ich nicht, gab es damals schon die UN, aber quasi so Staatenverbünde und die USA und so, die haben dann gesagt, jo, ne, wo kommt ihr halt irgendwie das Land, was jetzt Israel ist. Und dann haben natürlich die Leute, die vorher da gewohnt haben, die jetzt nicht jüdisch waren, waren so, was ist jetzt mit uns? Und dann waren die so, ja, keine Ahnung, interessiert uns jetzt nicht so viel. Und man hat früher auch schon versucht, quasi dieses ganze Land wieder mit Juden zu besiedeln. Also da gab es dann quasi auch so sionitische Konferenzen. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt quasi, die einen wollen da wohnen, die anderen wohnen da und irgendwie ist das so schwierig, weil jede Gruppe sagt also, jo, das Land gehört aber uns. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, anstatt dass man sich irgendwie mal zusammentut und nach irgendeiner Lösung findet, dass alle da leben können, ist das so, jo, das gehört aber uns, wir wollen das jetzt haben. Und dann beschießt man sich. So, und ich habe wieder, weiß ich nicht, 5 Minuten Dialog gehalten, Monolog gehalten. Dialog? Jetzt müsste ich auch mal wieder was von euch hören, damit die Leute nicht endgültig abschalten. Ja, nee, finde ich scheiße. Janik und ich haben schon endgültig abgeschaltet. Ja, es ist halt super schwierig und beide Seiten machen halt, beziehungsweise wenn man beide Seiten sagt, ist halt quasi Palästinenser, die quasi als Privatperson da irgendwie beschossen werden, weil die Hamas. Also Hamas ist quasi so eine Extremistengruppe, Terrorgruppe, die sich quasi da irgendwie in Wohnblöcke verschanzt haben und dann von da aus auf Israel schießen. Gleichzeitig ist Israel so, yo, keine Ahnung, wir lassen uns nicht beschießen, wir schießen zurück, schießen dann da in irgendwelche Wohnblocks. Also es ist einfach insane, was da abgeht. So, anstatt dass die sich alle mal an irgendwie einen Tisch setzen und das mal für ein für alle mal irgendwie verhandeln. Naja. Ja. Keine Ahnung, ich bin halt echt zu wenig drin, um da irgendwas zu sagen, aber ja, ich sag same. Mal so, Krieg ist immer schlecht. Krieg ist immer schlecht, ist blöd. Iron Dome trotzdem krasses Teil. Ja. Besonders, das heißt einfach Iron Dome. Krass, ne? Ist ein krasser Name. Naja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr verzwickter Konflikt. Man kann aber auch irgendwie sagen, dass Israel quasi als Staat dagegen irgendeine Gruppe von, ich sag mal, eine relativ kleine Terroristengruppe agiert und da irgendwelche Wohnhäuser beschießt. Ist auch als Staat ja schon mal eine harte Nummer, so. Das ist tatsächlich also, richtig. Du findest das auch nicht ganz so gut. Nee. Könnte man daraus jetzt schließen. Wie gesagt, ich finde, also besonders wenn man dann von irgendwelchen Leuten hört, dass es quasi da um Religion oder Ethnien geht oder so, dann denkst du dir nur so, yo, Frieden ist so ziemlich in jeder Religion auf der Welt so das höchste Gut. So könnt ihr nicht einfach. Religion ist ja eigentlich Yannick immer unser Ansprechpartner. Ja, genau. Jo, wirklich.
Janik, ich, jeder Bibel wär's, ich kann euch wirklich alles. Was würden da zu Frieden gesagt? Und Nächstenliebe, ja, jetzt hau mal raus. Ja, klar. Ja, nächste Folge durch ihr Präsentation. Ich, ich habe gerade Kopfschmerzen, ich habe gerade wirklich eine Denkblockade, aber nächstes Mal, wenn du mich fragst, dann kann ich dir sagen, wo in der Bibel Frieden drin vorkommt. Ja, nice. Weiß nicht, was gibt's da? Matthäus Evangelium, Seite 35, Vers 15, Psalm 2, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich hier Buch des Johannes, ne? Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Genau. Muss man einfach auch wirklich auswendig wissen. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Muss man auch verstehen, dann erstmal. Und dann merkt man, selig warum das. Sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist von Matthäus. Ja. Ne, es sind halt wichtige Sätze. Sollen die sich erstmal durchlesen? Ja. Wobei Christen sind da ja gar nicht beteiligt, oder? So. Oh, was? Egal. Mach einfach weiter, Koya. Ja, was soll ich denn jetzt hier weitermachen? Also es ist quasi, da werden auf beiden Seiten irgendwelche Zivilisten beschossen. Ist halt immer gut. Quasi. Nee, du sollst das nächste Thema reinwürfeln, glaube ich, meinte Tobi. Ach so. Oder, okay. oder was war denn noch weiter gemeint? Hauptsache weitermachen. Okay. Tobi vegetiert da vor sich hin. Ja, Tobi rafft einfach gar nichts. Der Richtige mehr. Hier. Okay, habt ihr schon mal Situationen im Leben gehabt, wo ihr euch gedacht habt, so, yo, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Problem und dann google ich das und dann wart ihr bei Google und wart so, yo, shit, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das richtig googeln soll, weil ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Kennt ihr das? Natürlich, wenn du so einen Song suchst. Na, 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 oh mein Gott, ja. Aber tatsächlich, Kolja, ich bin, also mein der Beruf eines Programmierers ist es halt so 50% zu googeln. Deshalb bin ich tatsächlich relativ gut, würde ich behaupten, da drin, Sachen präzise und akkurat zu suchen und die dann auch zu finden. Yannick wird fürs Googlen bezahlt. Nicht nur, aber auch. Das heißt, ich könnte auch zu 50% den Job eines Programmierers machen. Ja, aber du brauchst ja trotzdem noch das Verständnis perfekt. Davon. Janik, du brauchst ja das Verständnis davon. Janik, das reicht mir. Ich bin 50% Programmierer. Ja, okay. So. Habe ich vorhin auch schon mit Tobi drüber geredet, weil ich habe mit meinem Audacity, also quasi dem Aufnahmeprogramm von meinem Audio, habe ich ein paar Probleme. Natürlich zum Schaden von Tobi, der dann hinterher da irgendwie die Dateien der hier wieder Überstunden machen muss. Verschieben muss und dann, weiß ich nicht, irgendwie Kunststücke damit machen muss. Sondern wollte ich halt googeln, ne? Habe ich so gedacht, vorhin, ne, ich hab Zeit, so versuche ich das halt natürlich irgendwie so, ne, mal zu fixen, damit das nicht so schlimm ist für den Tobi. Und dann war ich bei Google, ne, hab natürlich so Audacity eingegeben. Da habe ich versucht, das Problem irgendwie zu umschreiben. Ne, schon mal schlecht, weil ich hab nie den Wortlaut getroffen und ich habe nie irgendwas gefunden, was da irgendwie zu gepasst hat, sondern habe ich halt das versucht, wesentlich präziser zu machen. War auch schlecht, weil dann habe ich irgendwas ganz anderes gemeint oder die Leute im Internet haben was ganz anderes gemeint. Deswegen finde ich immer schwierig. Was war denn dein Problem und was hast du gegoogelt? Das Problem ist halt auch ziemlich schwierig zu beschreiben, weil du halt einfach keine Infos hast, ne? Was ist denn das Problem an sich? Ja, also die Sache ist, manchmal hängt sich das Programm für einen kleinen Augenblick, für eine, weiß nicht, eine halbe Sekunde auf, während ich halt aufnehme. Das heißt, wenn wir den Podcast aufnehmen, habe ich ja quasi normalerweise hätte ich eine Audiospur, die genauso lang ist wie meine Bildspur. Und dann könnte Tobi das einfach übereinander legen. Oder untereinander legen und hätte quasi ein Video von Anfang bis zum Ende. So, jetzt habe ich nur das Problem, wenn sich das Programm für so einen kurzen Zeitraum aufhängt und stoppt quasi die Aufnahme. Aber wenn es sich dann, also wenn das Programm dann wieder weiterläuft, habe ich quasi eine halbe Sekunde, die in meinem Video da ist, die aber nicht in dem Audio da ist. Ist das seitdem du das neue Mikrofon hast oder war das auch schon vorher so? Nein, schon davor. Also schon ich meine, wenn du das jetzt so bei Google eingegeben hast, dann wundere ich mich nicht, dass das vergeben. Nein, ich hab so Sachen wie, keine Ahnung, Audacity, ich habe es auch teilweise nur auf Englisch versucht, weil auf Englisch findest du ja immer mehr Suchbegriffe. Und dann darf ich da einmal nochmal für, da muss ich nochmal für klatschen, dass du es auch auf Englisch versucht hast. Ah, also, ja. Machst du das bei dir im Job auch oder ist das, weiß ich, jetzt eine neue Info? Oder
Ne, weil also das eigentlich am meisten Sinn macht, solche Sachen auf Englisch zu suchen. Also relativ wenig macht das, auf Deutsch zu suchen. Ja, ich hab's glaube ich auch erst, wollte es so auf Deutsch formulieren, war dann sehr fuck it. Dann habe ich halt so Sachen gesucht wie Outer City Skips, Skips for Seconds, Outer City Cuts, Cuts Out Sound, was auch immer. Ne? Und dann kamen teilweise Leute haben das Problem, dass das Outer City von denen einfach nach vorne springt und random nach hinten springt und ganz aufhört aufzunehmen. Ich weiß es nicht, aber es hat anscheinend gefühlt niemand aus dem Internet das Problem, was ich habe. Also was ich jetzt auch mal aus der Sicht eines Informatikers an Senf vielleicht noch dazugeben kann, oder dafür muss man vielleicht auch nicht unbedingt Informatiker sein, aber ob das du vielleicht mal demnächst, du hast ja einen zweiten Monitor, mal deinen Task-Manager öffnest und dir mal das Leistungsfenster mal auf den Monitor ziehst und dann mal beobachtest, wie der Verlauf, der Auslastungsverlauf bei deiner CPU und bei deinem RAM ist. Das ist natürlich weil das können nämlich dann sehr gut beide Sachen sein. Dass halt die CPU nicht hinterherkommt, weil halt dann eventuell die Taktrate auch, also die Abtastrate, die 44.100 Kilohertz zu viel sind für deine CPU. Oder halt, dass dein RAM nicht ausreicht, um die Audioblöcke zwischenzuspeichern, wenn die nicht direkt in die Datei geschrieben werden. Die Sache ist auch, weil ich nehme ja quasi ne, mit zwei verschiedenen Programmen einmal mein Video und mein Audio auf. Da muss ich sagen, hast du grandios, Janik, für diesen Lösungsversuch. Aber die Sache ist, ich habe halt, nehme ja mein Video und mein Audio quasi getrennt auf. Und ich habe mir bisher gedacht, wenn irgendwas mit meinem PC wäre, dann würde ja quasi alles erstmal irgendwie kurz anhalten. Aber muss normalerweise habe ich nicht das Problem mit meinem Video. Ja, dann muss ich es vielleicht mal probieren in der nächsten Folge. Irgendwas hat ja auch vielleicht eine Prio. Also ich weiß, bei OBS, die haben, glaube ich, immer erhöhte Prozessorpriorität. Ja, ja. Gut, das kann natürlich sein. Das kann man aber auch einstellen. Du kannst, man kann verschiedenen Programmen eine höhere Priorität geben. Und das kannst du dann auch zum Beispiel machen für Audacity dann zusätzlich. Dann leckst du vielleicht mal bei Discord ab und zu oder so, aber Hauptsache die Audioaufnahme ist halt intakt und der nächste Schritt ist dann halt auch irgendwann, wenn das Problem öfter auftritt, halt die Investition in eine neue, neue Rechenmaschine. Ne? Das steht ganz oben bei Priorität. Ja, das ist das Nächste, was ich, glaube ich, mir Großes kaufen werde. Definitiv einen neuen PC. Ich hätte das eigentlich auch für dieses Jahr, für Ende diesen Jahres vor, aber mit der jetzigen GPU-Marktsituation Investments doch nicht so schlecht. Ja, das ist natürlich... Das nicht, aber werde ich wohl mir doch, glaube ich, eher, wenn dieses Jahr ein neues MacBook rauskommt, mir das zulegen. Reich, ey. Ey, ich habe gerade, weil ich jetzt gerade kurz nebenbei gesehen, noch mal kurz kleiner Themenswitch. Ich habe gerade ein Video gesehen, wie jemand geimpft wurde. Nein. Da habe ich die Frage an euch. Könnt ihr euch sowas angucken, wie so jemand eine Spritze reinkriegt oder wie ihr selber so eine Spritze reinkriegt? Nee, ich finde das, also ich finde auch die Vorstellung davon schon eigentlich schön. Deshalb, ich gucke dann da auch bei sowas weg und dann merkst du halt diesen Piekser, aber du mehr merkst ja nicht unbedingt. Und dann versuche ich mir das gar nicht weiter vorzustellen. Ja, ich kann mir das auch nicht angucken, wie da so eine Nadel so tief gefühlt in mir steckt. Da gucke ich dann auch lieber weg. Na. Tobi, was hast du denn für eine Impfung bekommen, dass eine Nadel so riesig war? Boah, die war echt lang. Ich weiß nicht, wie tief die drin war. Ich habe ja nicht hingeguckt. Aber die war auf jeden Fall lang. Okay. Kolja ist hier der harte Bursche, du. Na, die Sache ist, bei mir ist irgendwie so gemischt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das am liebsten von allen Dingen auf der Erde angucken würde. Voll, da sitzt er immer und guckt sich Impf-Compilations an. Nee, also so ist es halt nicht. Aber ich habe irgendwie auch, glaube ich, jetzt kein so großes Problem damit. Ich weiß nicht, das ist so, also ich habe wirklich so gemischte Gefühle dem gegenüber. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Nachfrage. Könnt ihr euch so gut angucken, wie Leute so richtig sich wehtun? Ja, also damit habe ich nicht kein Problem. Irgendwie in so Compilations, wie dann irgendwie so ein Typ irgendwie was übelst in die Eier kriegt oder so. Ja, ich meine, ich habe auch unfreiwillig schon gesehen, wie Leute irgendwie geköpft wurden oder so. Wenn man irgendjemand mal so ein Video geschickt hat. Weil dann ist ja immerhin vorbei. Aber. Nee, aber ja. Kann man da eigentlich Leute verklagen?
Also das finde ich nicht mal so schlimm, wie soll ich. Das hat mir auch immer irgendjemand gesagt, so ein Bonebreak-Video oder so, wie sich jemand so einen Knochen bricht oder so. Ja, sowas finde ich nochmal deutlich schlimmer. Das ist beim Fußball ganz schlimm. Wenn dann so das Bein auf einmal so durchhängt. Nee, warte, du findest das schlimmer, als wenn du ein Video bekommst, wo jemand geköpft wird? Ja, actually ja. Tatsächlich ja. Fuck. Ja, okay. Also nee, das hat auch ein Also nicht, dass ich mir das andere gerne angucke, aber ich finde das ist trotzdem halt irgendwie komisch. Ein bisschen. Weil bei diesem Bonebreak, da kann ich mir noch diesen Schmerz vorstellen, wenn halt der Kopf ab ist, oder hast halt auch nicht mehr viele Schmerzen. Ja, plus das mit dem, ich glaube, das mit dem Beinbrechen oder so, das ist halt noch nicht so, das ist halt mehr relatable, nicht nur wegen dem Schmerz, weil es dir halt auch wahrscheinlicher ist, dass es dir auch passieren könnte. Bro. So. Also, als sorry, dass aber den Kopf absägt oder so. Also sorry, ich hab irgendwann mal, also da, das ist auch schon Ewigkeiten her, als quasi WhatsApp und sowas, da war quasi noch Neuland, könnte man sagen. Da hatten wir irgendwann mal eine WhatsApp-Gruppe mit Leuten aus unserer Stufe und aus der Stufe unter uns. Ne? Also da waren wir, glaube ich, in der 7. Klasse und die waren in der 6. So, ne? Und dann wurden dann natürlich wieder irgendwelche lustigen Videos geschickt, keine Ahnung was. Ne? So, und dann habe ich dann irgendwann mal da so ein bisschen durchgescrollt und mir Sachen angeguckt. Und dann gucke ich mir so ein Video an, ne? Und dann sind da halt so. Okay, ich beschreibe es am besten nicht, sondern es war quasi einfach, habe ich mir irgendeine Enthauptung vom Islamischen Staat oder so oder von Al-Qaida angeguckt und ich war so, the fuck, ich habe doch gerade noch irgendwelche lachenden Smileys gesehen, wo bin ich denn jetzt hier falsch abgebogen? Weißt denn? Und also dann hat halt wirklich einer aus der Stufe unter uns, der irgend so ein, das war disgusting reingeschickt, ne? In der Situation, ich hätte ihn so gerne verklagt. Ich sehe es immer noch so leicht vor meinem Auge. Wenn ich da so dran denke, dann ich weiß immer noch ganz genau, was in dem Video passiert ist. Also den würde ich echt gerne verklagen. Ich weiß auch noch genau, wer es ist. Leute in WhatsApp-Gruppen sind auch so viel so weird. Du weißt genau, wer es war? Ja, ich weiß ganz genau, wie das war. Oh, das musst du mal leaken, ey. Also nicht, dass ich weiß, wie der mit Namen heißt, aber ich weiß noch, wie der aussah. Scheiße. Na, also ich irgendwann habe ich auch mal irgendwo so eine Compilation gesehen, wo hier so Inder. Hast du so eine enthauptete Compilation angeschaut? Nein, so an Oberspannungsleitung oder so. Wenn die in Indien so mit so ganz vielen Leuten auf diesen Zug, da siehst du ja nicht viel. So, dann machst du es einmal Zeug und dann fällt der Typ vom Zug runter. Das war's. Aber trotzdem, irgendwie, ich habe schon so viele komische Videos in irgendwelchen Chats zugeschickt bekommen. So. Also bei manchen Sachen bin ich da auch schon ein bisschen abgehärtet. Live-League. Aber trotzdem, andere Sachen sind, ja. So, wenn du schon das Watermark siehst, ne, dann weißt du schon, yo, let's go. Kannst du direkt wieder ausmachen. Einfach schalten. Ja, ich hab auf Live League, weil irgendwann, keine Ahnung, ich wusste nicht so ganz, was das ist und wollte dann halt so wissen, was das für eine Seite ist, weil ich hab über Reddit teilweise so mitbekommen, dass da irgendwie so, also jetzt nicht so extreme Sachen gepostet wurden, aber das sah quasi, dass das irgendwie so ein bisschen. Und da war bei im Watch People Die Subreddit unterwegs und hat er sich gedacht, oh, das ist ja eigentlich ganz nett alles, was hier passiert. Nee, aber ich hab halt gesehen, dass da teilweise so, also ist das quasi so ein bisschen das Not Safe for Work YouTube ist. Und dann war ich so, okay, ne, kann man, guck ich mir das an. Bin ich halt auch auf so ein Video gestoßen, wo in China, wo die, also, keine Ahnung, da haben die in irgendeinem Hinterhof oder keine Ahnung, was das genau war, Werkstatt oder so, haben die so ein großes Metallgerüst hin und her geschoben und sind dann halt mal eben aus Versehen an eine Oberleitung gekommen. Und dann siehst du da, wie Menschen quasi schmelzen. Dann weiß ich so, gehe ich nie wieder auf die Seite. Ja, vielen das Dank, ist halt so, Live League ist halt echt krass. Aber wenn man da drauf geht, dann siehst du halt schon mal echt relativ schnell irgendwie ein Überwachungskamera-Video, wo irgendwie in Brasilien einer einen Kiosk überfällt und dann von 5 Leuten mit einer AK niedergemetzelt wird oder sowas. Oder auch den einen oder anderen Terroranschlag siehst du da gerne mal. Ja, ja. Und den Terroranschlag, den siehst du wahrscheinlich auch teilweise auch auf in den Nachrichten oder so schon. Also das ist ja gut, aber es ist wahrscheinlich dann nicht ganz das gleiche Material. Nee, das kann natürlich sein. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen geschnitten. Ja, es ist einfach. Ey, aber immer wenn man, also Tipp für euch da draußen, falls ihr irgendwann mal einen Link oder so seht, liveleague.com.tv oder sowas, aber nicht einfach nicht draufklicken. Also es gibt bei Live League ja auch mittlerweile, ich war noch mal vor, ah, man, ich glaube, sogar über Google gar nicht. Von einem Dreivierteljahr oder sowas war ich, glaube ich, noch mal auf Live League und da ist mittlerweile schon echt also die haben ausgedünnt, was solche Sachen angeht. Also mittlerweile Live League wurde eingestellt.
LifeLeak wurde einfach vor 9 Tagen eingestellt. Jungs, wir sind ja der News-Podcast. 9 Tage zu spät, aber hier hört ihr es als erstes. Ah ja, LifeLeak, ich sehe hier, Bank collapses, man wird weitergeleitet auf Itemfix. Delivery is postponed. Wie einer angefahren wird. Tank falls off truck during parade. Ja, es gibt so weirde Sachen im Internet. Und ich habe auch das Gefühl, dass unsere Generation teilweise auch vielleicht ein bisschen, wie Yannick schon gesagt hat, abgestumpft ist. Ja, weil solches Material ist halt einfach, was heißt, viel zu einfach, oder es ist halt einfach zugänglich und man wird auch durch solche Personen, die das zuschicken, natürlich halt irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass sowas existiert irgendwie, oder halt unfreiwillig wird einem das aufgezwungen, deshalb. Ja, es ist einfach. Das war jetzt früher nicht so einfach, ne? Da hätte das schon auf der Straße passieren müssen, dass da eigentlich geschossen wird oder geköpft wird oder so, damit du es mitbekommst. Na, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir keine Werbepartner haben. Das wäre, glaube ich, diese Folge schwierig. Also 10 Minuten über Köpfung geredet. Bro, einfach, warum haben wir das gerade gemacht? Jetzt habe ich wieder diese Bilder im Kopf. Gibt's da nicht irgendeinen Song? Ja, ja. Cool, dann nimm einfach den Krombacher oder nimm vielleicht auch noch mal ein paar mehr und da trinkst du dich einfach den Schlaf und dann hast du das morgen. Ich habe meinen Krombacher hier schon fertig getrunken, aber das wäre so ein richtiger Moment, wo man dann einfach, keine Ahnung, so eine halbe Wodkaflasche trinkt und man morgen auf jeden Fall nicht mehr weiß, worüber man geredet hat. Und dann weißt du nämlich das, was du ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt gleich anfängst, gesagt hast, das weißt du dann nicht mehr, aber das Thema von vorher, wo wir geredet haben, das weißt du dann noch. Ey, und das ist dann die letzte Erinnerung, die dir direkt wieder in den Kopf reinkommt. Ich hatte mal die Theorie, dass wenn ich auf einer Party bin und mich gerade noch daran erinnere, was ich mache oder weiß, was ich mache, dann weiß ich, jo, dann ist ja quasi so, dann weiß ich das ja morgen noch. Wisst ihr, was ich meine? Wobei, das ist bei mir gefühlt so. Ja, aber das war so, dumm. Und die Sache war dann, ich habe an dem Tag nicht mal viel getrunken, ne? Aber ich habe mich dann so daran erinnert, was, ey, yo, wenn ich gerade mich dann noch daran erinnern kann und gerade nicht betrunken bin, dann bin ich ja morgen, also dann bin ich auch nicht betrunken. Was ist passiert? 2 Sekunden später, danach, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. Also ich habe komplett einen Blackout. Also ich habe an dem Tag eine richtig tolle Theorie entworfen und direkt wieder verworfen. Das ist schade. Hey, aber überlegt euch mal, das ist mir gerade so aufgefallen, wir würden einfach so einen Podcast aufnehmen, wo wir alle so betrunken sind, dass wir uns am Tag danach nicht mehr daran erinnern können. Dann könnten wir den Podcast so nochmal komplett neu hören. Ey, lass das mal einfach demnächst so machen. Ey, ich glaube, dann wäre es auch mal interessant, den Podcast, nachdem wir den aufgenommen haben, nochmal zu hören. Ja. Wow, sorry. Ich glaube, das wird aber ein schwieriger Podcast, ja. Ey, ich glaube, das wäre so richtiger Real Talk. Das wäre, glaube ich, auch richtiger Real Talk Podcast. Ja, aber ich glaube, Themen würdest du, ja, wobei ist dann auch in dem Stadium vielleicht auch schon wieder schwierig. Ja, Jungs, jetzt ab jetzt richtig hasseln. So, ne? Morgen stehen wir auf und dann hasseln wir richtig. Jungs, die Frage von Seine morgen früh, 7 Uhr, alles vorwärts. Okay? Oh. Meine größte Angst ist, dass ich immer alleine bin, und aber ihr seid da, ihr seid alle meine Freunde und ihr seid die besten Jungs. Der Folge nimmt ja wieder gerade eine Wendung. Auf einmal wird der Podcast homoerotisch. Oh je. Ja, ist das jetzt schlimm? Hast du da was gegen? Nee. So, ist doch schön. Freue ich mich drauf. Na, okay. Wo wir schon wieder beim Thema Trinken und Saufen sind. Also glaubt ihr, das habe ich schon mal gefragt vor ein paar Folgen, aber bleibt ihr immer noch bei der Meinung von damals, als ich gefragt habe, ob wir, wenn wir das erste Mal wieder so saufen können, ne, wenn das erste Mal quasi wieder so alles offen ist und Corona vorbei und so, glaubt ihr dann, dass alle so über die Stränge schlagen werden? Was heißt über die Stränge schlagen? Aber ich glaube halt, dass die Leute dass teilweise die Leute deutlich anfälliger für die Wirkung von Alkohol sind und dann halt ungewollt über die Stränge schlagen, weil das halt einfach nicht mehr unter Kontrolle haben. Ich glaube, ich werde mich übel zurückhalten und dann kommt irgendwann so ein Geburtstag oder so, wo ich dann komplett. Tobi eskaliert komplett. Da freue ich mich schon drauf. Genau so laut. Auf den Tag freue ich mich. Bro, dass Tobi mal wirklich betrunken ist, ist, glaube ich, schon echt lange her, dass ich das erlebt habe. Ja, letzten Sommer, ne? Ja, oder nicht da. Anderes Thema, Yannick. Ja, doch ja. Schon, ja.
Ja, aber ich war auch letzten Sommer dabei. Du warst auch bei meinem letzten Absturz nicht dabei. Wann war dein letzter Absturz? Wenn du jetzt letzten Sommer sagst, ne? Von einer Freundin. Nee, das war 2019 müsste das gewesen sein. August oder so. Janik kann sich vielleicht noch an den Abend erinnern. Achso, ja, ja. Ich habe eine Befürchtung. Ja. Nee, aber ihr wart auch nicht bei meinem letzten Absturz. Absturz war es eigentlich nicht. Also das letzte Mal, dass ich ja, du lädst dich auch nie ein. Wie, ich lade euch nie ein. Das wenn war halt auf dem Geburtstag, auf dem ich eingeladen war. Das ja, schwierig, das war also meine Freunde einladen, ne? Du hast aber das schon war, länger das nicht mehr war, zu deinem Geburtstag eingeladen. Ja, war ja nicht mein Geburtstag, sondern war ja ein Geburtstag. Ja, aber trotzdem, du hattest ja auch letztes Jahr Geburtstag, ne? Ja, das ist, kann ich dann ja für die nächsten 4 Jahre irgendwann mal nachfeiern. Ich finde, du musst dieses Jahr deinen Geburtstag dann 2 Tagen feiern. 2 Mal hintereinander. Eigentlich gefühlt an 10. Wobei, dann muss ich auch noch einiges nachholen. Ich glaube, wann habe ich das letzte Mal Geburtstag gefeiert? Ich glaube, da war ich 12 oder so. Wahrscheinlich Soccerworld 2012. Ja, legitim, safe. Soccerworld war so sick, Alter. Wir müssen erstmal Escape Room gehen, Tobi. Ja. True. Ja, also, Yannick glaubt, dass die Leute dann nicht mehr so viel vertragen. Tobi, bist du derselben Meinung, oder? Ja, safe. Also, ist ja auch logisch. Wobei, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die in Corona vielleicht sogar mehr trinken, aber ich glaube, der Normalsterbliche wird safe weniger vertragen. Und wenn ich mich angucke, ich habe jetzt seit ja bestimmt irgendwie 8 Monaten oder so gar nichts mehr getrunken. Das könnte schwierig werden. Ich glaube aber, wenn das erste Mal wieder mit allen Leuten Party ist, dann werde ich, obwohl ich jetzt diese Frage gestellt habe und obwohl ich auch der Meinung bin, dass alle Leute übertreiben werden, will ich, glaube ich, auch direkt mit dem Woddy ankommen und weiß ich nicht. Erstmal mit jedem eintrinken. Erstmal mit jedem Sache ist, Begrüßungsshot Woddy. Ich werde dann einfach Auto fahren. Dann bin ich safe. Dann werde ich aber auch mit Zigarren kommen. Zigarren. Ich meine, die konsumierst du ja auch so. Ich habe actually das letzte Mal irgendwann eben vor 2 Stunden. Zu meinem Geburtstag oder so. An dem Tag. Mal irgendwann im Mai das letzte eine Mal. Eine Zigarre geraucht. Anfang, nee, ich habe sehr lange also keine so Anfang bestellt. Fast schon Mitte Mai. Ja. Ich würde gerne mal wieder welche bestellen, aber irgendwie ist mir Geld auch ein bisschen zu schade dafür. Du musst ja für PC sparen. Ja, ja, und ich habe bisher, glaube ich, das sonst mein ganzes Geld diesen Monat, nicht diesen dieses Jahr für, also entweder habe ich es irgendwie investiert oder ich habe mir Dinge gekauft, die ich kaufen musste. Quasi halt uns diese Folge einfach mal. Was musstest du denn noch kaufen? Ah, viele Kleinigkeiten. Also jetzt nichts Großes, was mir irgendwie spontan einfallen würde. Hier mal ein Haus, da mal ein neues Auto. Ja, weißt du, da den neuen Lambo. Auto, Haus in Saint-Tropez muss da auch noch sein. Nein. Welches Monopoly war das? Wie Monopoly? Pizza? Ich habe ein vergoldetes Monopoly. Meinst du das? Mhm. Nein, ich habe einmal die Goldsprühdose genommen. Ich habe legitim dieses einmal Jahr komplett drüber gespült. Habe ich sehr viel Geld quasi gespart und investiert. Quasi einen Großteil meines Geldes. Also deines Gehaltes quasi. Wie bitte? Ja, deines Geldes, habe ich gesagt. Ja. Ist bei mir ja, noch nicht ganz durchgekommen, deshalb habe ich das mein noch. Mein Taschengeld. Ja. Hat Jan in kleinen Lektern. Ja. Wenn du 21 bist, dann denkst du, da, Taschengeld ist wieder da. Ist ja kritisch am Moment. Gut, dass du es gesagt hast, ne? Ja, manchmal muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein, ne? Ah, ja, ist gut. Naja. Ja, von nee, meinem Taschengeld bestelle ich einfach Taschengeld. Mal. Was? Ich freue mich immer, wenn das kommt. Ich freue mich da wirklich. Also, ja, ist auch wichtig. Ist wieder einmal bestellen bei Lieferando und dann. Richtig und wichtig. Ja. Okay. Na, ich würde sagen, wir sind wieder bei einer akzeptablen Länge angelangt. Das ist richtig. Ja, bei dem Thema, wir können jetzt auch langsam mal Schluss machen. Nee, wir können doch gerne länger über mein Taschengeld reden, aber ich weiß jetzt nicht, was denn so interessant ist. Müssen wir langsam Nachschub holen, ja.
Mir wurde ja meine Fritz Cola verwehrt. Ja, du musst es ja mit mir. Er hat Auge gemacht. Ja. Gutes Bierchen trinken. Er wollte nicht der Einzige sein, der sich auf den Alkoholsommer vorbereitet. Ja. Ja, ich bereite mich vor, Tobi. Ja. So. Ich hoffe, das machen die Zuschauer auch. Bei Zuhörer, wie auch immer. Okay, Yannick, wo du schon das Wort gesagt hast, mach doch dann bitte mal ein Outro. Ja, ich danke euch vielmal fürs Zuhören, dass ihr auch nach Koldias Geschichtsvortrag über den Gazastreifen etc. noch da wart. Wenn ihr noch da wart, dann bitte mal einen Kommentar hinterlassen für den Algorithmus. Like ja sowieso. Und für den Kolja. Und folgt uns natürlich auf allen Plattformen, wo ihr uns noch nicht folgt. Ansonsten auch gerne noch einen zweiten oder dritten Account erstellen und uns damit auch noch folgen. Genau. Richtig. Dieses Jahr die 100 Subs auf YouTube muss drin sein. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche, ne? Dann sind wir schon wieder eine Woche näher an der Taschengeldzahlung und ja, da freue ich mich auch drauf. Yes. Bis dann. Tschüss. Ich wünsche es. Ciao. Ciao.